Stuttgart. Ich weiß, lange nicht gesehen, beziehungsweise lange nichts Neues hochladen. Mir sind komplett die Ideen ausgegangen, was für Videos ich drehen soll, und nur Holz hochladen ist ja auch mega langweilig. Also, deswegen gab es so eine Mini-Mini-Pause. Ich weiß gar nicht, wie lange, eine Woche ist das letzte Video her, sehe ich gerade. Ja, ist gar nicht so lang. Nö. Ist nicht so lang, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich hatte keine Zeit und das meiste, was ich da dreht gehabt habe, war vordreht. Deswegen nutze ich jetzt heute die Zeit, weil ich habe nur heute frei und dann erst wieder am Sonntag Zeit, Videos zu drehen. Ich hoffe, da komme ich auch dazu. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, ich rutsche mal kurz rüber. Es soll nämlich um mein Food-Tagebuch gehen von Jänner bis März. Und wir fangen auch gleich mal an, weil es ist verdammt viel. Im Jänner gab es natürlich mal Pizza. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch schon wieder extrem zugenommen. Wirklich extrem zugenommen. Ja, und man sieht das, glaube ich, an dem, was ich da gegessen habe, sehr gut, warum. Aber egal. Dann habe ich hier stehen Kaffee mit Min. Ja, ich glaube, da war ich mit ihr unterwegs. Ich glaube, da haben wir auch Pizza gegessen. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung, ist schon so lange her. Dann steht da Getränke Younghaus, weil der Jan ja Geburtstag hatte. Und da waren wir im Younghaus essen. Und ich mag die Getränke von dort. Die schauen so aus wie die von Pretty Little Lies. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Da habe ich dann Ente gegessen mit Gemüse, glaube ich, und Reis. Ja, und danach gab es dann noch für Jan seine Geburtstagstorte. Die habe ich extra noch besorgt. Ja. Da steht dann noch Spaghetti. Die hat mein Bruder gemacht. Ich sage ja, ich habe nur Scheiße gegessen. Naja, Scheiße kann man nicht sagen. Nur Blödsinn gegessen. So. Ja. Also Spaghetti von meinem Bruder. Dann, mein Bruder hatte ja auch Geburtstag und die Torte habe ich machen lassen. Extra für ihn. Da war Link drauf. Ihr könnt es hier sehen auf dem Bild. Da habe ich sogar ein Video auf meinem anderen Kanal gemacht. Das war richtig lustig, wie er es angeschnitten hat, weil mir das Herz zerrissen ist. Ich hätte mir nicht gedacht, dass er es so locker anschneidet. Aber ja, hat er doch. Hustenanfall. Dann steht hier Kuchen. Ich weiß leider nicht mehr welchen, aber ihr könnt ihn hier auf dem Foto sehen. Dann habe ich eine Pizza mit Spinat probiert. Die war nicht schlecht. Die war wirklich nicht schlecht. Obwohl ich kein Spinat-Fan bin. Dann habe ich hier Salat. Wow. Dann stehen hier Nougatknödel, die hat auch mein Bruder gemacht. Ich glaube, die waren nämlich von mir. Die habe ich gekauft, ich glaube. Und wir haben sich die dann geteilt, aber die waren echt lecker. Dann habe ich hier frittierten Braten, den hat auch mein Bruder gemacht. Er kann echt gut kochen mittlerweile. Er hat es nämlich am Anfang gar nicht können. Also gar nicht können ist übertrieben. Er hat halt, er versucht jetzt gerade kochen zu lernen und er kann es echt gut, muss ich sagen. Deswegen seht ihr jetzt so viel, was ich auch von ihm ist. Dann Burger, die hat Jan bestellt. Da waren wir nämlich zu Hause. Und als letzte habe ich im Jänner noch Schnitzel. Sehr aufregend. Oder ich glaube, die waren von meiner Mom. Ich glaube. Februar, anfangen du mit Salat. Wow, nicht mit Pizza oder irgend sowas. Wow. Danach kommen Brote, Paprika und Brie. Das esse ich meistens in der Arbeit. Aber das habe ich jetzt auch wieder ausgetauscht. Aber im Februar und März, glaube ich auch, habe ich meistens immer das gegessen. In der Früh so in der Arbeit. Dann Big Rösti. Weil wenn Big Rösti kommt zum Mäcki, bin ich echt ein Freak und gehe sehr, sehr oft hin. Die meisten Male, glaube ich, hat aber mein Papa auch mitgebracht. Mozzarella-Herzen. Ah ja, die habe ich in meinem Salat dann von, also für die Arbeit, weil in Februar hatte ich, ich kann mich wieder erinnern, wow, ich habe doch kein Kurzzeitgedächtnis. In Februar hatte ich total keinen Bock zu kochen, wirklich keinen Bock zu kochen. Und deswegen habe ich mir meistens Salat zusammengeschnitten in der Früh und habe den dann mitgenommen als Mittagessen für die Arbeit. Und da habe ich beim Billa diese Mozzarella-Herzen gesehen und habe die stattdessen dann mal rein. Dann normalerweise gebe ich immer diese Mozzarella-Kugeln rein. Dann steht da Suppe Leberknödel. Ah, da waren wir essen, weil da hatten der Jan und ich ja Jahrestag und da waren wir essen. Da haben wir uns eine Vorspeise genommen, die Leberknödelsuppe, die essen wir fast immer dort in dem Restaurant. Ich habe dann nach langem wieder ein Grammelknödel gegessen, ich habe das früher urgern gegessen. Das war so gut, ich hatte aber danach so Magenschmerzen. Dann steht da noch Eisschokolade. Ah ja, das habe ich auch getrunken. Statt einen Eiskaffee habe ich mir eine Eisschokolade genommen, die war echt gut. Auch von dem Restaurant, wo der Jan und ich gemeinsam waren.
Dann im Februar war ja auch Fasching und da war ja die totale Krapfenzeit, besonders in der Arbeit. Hier habt ihr das Foto. Die haben ganz viele Krapfen immer mit in die Arbeit. Braucht kein Wunder, dass ich 90 Kilo habe, oder? Erschreckend, oder? 90 Kilo habe ich jetzt. Ich pack's noch immer nicht. Ja. Dann Big Rösti Nummer 2. Darf ja nicht fehlen. Ich sage ja, wenn der da ist, dann gehe ich sehr, sehr oft zu Mäcki oder lass es bringen. Starbucks Café Schoko. Das Video macht überhaupt keinen Sinn, oder? Wenn ich nicht mal weiß, wie die Fotos ausschauen. Aber okay. Dann steht... da war ich mit der Lin unterwegs. Ich weiß schon wieder. Langsam kommen die Erinnerungen zurück. Bei dem zweiten Big Rösti war ich mit der Lin unterwegs. Jetzt weiß ich es wieder. Da waren wir dann nämlich noch beim Starbucks. Da gibt es auch ein Video dazu. Ein komplettes Video nur, wo ich mit der Lin unterwegs war. Da ist aber dann der Roman dazukommen. Und da haben wir beim Starbucks auf ihn gewartet. Und da hatte ich so ein Schoko-Ding. Aber das fand ich nicht so gut von Starbucks. Ich bin nicht mehr so der Starbucks-Fan. Ich gehe lieber zu McCafé oder zu Dunkin' Donuts Kaffee trinken. Klingt vielleicht blöd, oder? Nein, klingt gar nicht blöd. Aber viele mögen eher mehr Starbucks. Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben? Wo trinkt ihr lieber den Kaffee, wenn ihr Kaffee trinken geht? Mäcki? Wegen dem McCafé? Dunkin' Donuts oder Starbucks? Es gibt ja auch Coffee Shop Company, da gehe ich auch gern hin, aber gibt's das? Das gibt es nur noch selten bei uns leider in Österreich. Deswegen, da ging ich früher immer so gern hin. Da hatte ich nämlich auch einen, fragt mich aber nicht, wo der jetzt ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten die Lin und ich auch einen Bubble Tea. Hatte ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Dann steht da Frühlingsrolle. So, jetzt habe ich mir die Bilder aufgemacht, weil das macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn ich euch da ein Essen erkläre, was ich nicht mehr weiß. So, dann steht hier Frühlingsrolle. Da waren der Roman, Lin und ich noch gemeinsam essen. Da habe ich mir als Essen eine Frühlingsrolle genommen, weil ich ja davor schon so viel gegessen habe, weil wir auch bei Mäcki waren, die Lin und ich. Deshalb habe ich mir eine Frühlingsrolle genommen, aber habt gesehen, wie groß die ist. Und noch eine Suppe, die war aber okay. Ich würde sie jetzt nicht noch einmal essen wollen. Sie war okay, aber... jetzt nicht das, was ich jetzt unbedingt nochmal haben müsste. Ich sehe gar nicht, dass ich davon ein Foto habe. Da steht nämlich Obstteller. Und ich habe davon kein Bild. Aber ist egal. Also das zeige ich euch jetzt kein Foto davon, weil ich habe auch keines. Aber bei den chinesischen Restaurants kriegt sie ja immer so einen Obstteller. Zumindest da, wo der Roman und ich hingehen. Im Video habt ihr das eh gesehen. Das ist eigentlich eh nichts Besonderes. Da ist Honigmelone drauf, Orange und Ananas. Und das schmeckt wirklich gut. Ich habe den ganzen Teller fast allein gegessen. Das heißt ja eh schon was. Dann habe ich mich mit der Emi getroffen, da gibt es auch in dem Follow Me Around ein kurzes. Wir waren essen und wir haben die Weihnachtsgeschenke endlich ausgetauscht, ich weiß im Februar, sehr rechtzeitig. Da habe ich gegessen ein Reis mit Fleisch. Das war so eine Art, ihr könnt es auf dem Foto sehen, das war nicht schlecht, aber es war jetzt nicht mein Lieblingsessen. Und das Restaurant ist leider auch teuer, weil da sind wir auch immer früher sehr oft gewesen. Dann habe ich mir Fleischleibchen und Salat mit in die Arbeit genommen. Ich muss auch öfter die Sachen fotografieren, die ich in der Arbeit habe. Ich habe jetzt was gegessen, weil ich ja meine Ernährung umstelle, aber dazu komme ich gleich. Und habe die Fotos machen vergessen, aber ja, was soll's. Auf jeden Fall Fleischleibchen mit Salat, das war echt gut. Ist auch mal was anderes. Und dann steht noch Pralinensucht. Und das stimmt wirklich. Im Februar habe ich sehr, sehr viel Schokolade gegessen. Da habt ihr mal ein Beispiel. Die habe ich zu Weihnachten von der Min bekommen. Die waren echt lecker. Die waren wirklich lecker. Leider sehr tödlich. Weil ich jetzt 90 Kilo habe. Ich werde das 100 Mal in dem Video erwähnen. So. Letztes Monat März. Habt ihr gleich... Ich mache kurz nur die... Oh, jetzt bin ich ganz rausgegangen. März. Wir sind dem Ende nach. Ich habe mir so einen Fertigburger gekauft beim Lidl, glaube ich, und habe dazu einen Salat gegessen. Wow! Als nächstes seht ihr ein Cordon Bleu. Ich weiß nicht mehr, mit wem ich da essen war, das dürft ihr mich nicht fragen. Auf jeden Fall war das gut, soweit ich mich erinnern kann. Dann habt ihr noch Pizza selbst gemacht. Das mache ich in letzter Zeit total gerne, dass ich mir eine Pizza selber mache. Ihr könnt es auf dem Foto sehen, dass oben die Hälfte ohne Mais ist. Die hat mein Bruder gehört. Ich esse aber so gern ich mag das viel lieber, diese selbstgemachte Pizza in letzter. Ich weiß nicht wieso. Ist auch sehr schlecht. Dann habe ich noch eine eine Pizza mit Spinat. Die war besser als die letzte, die ich hatte, was ich weiß. Dann hatte ich, ich glaube, habe ich,
März hatte ich auch Urlaub. Ja. Im März hatte ich auch Urlaub und da habe ich sehr, sehr oft Spiegelei mit Speck gegessen. Als Frühstück, was ja nicht sehr gesund ist. Ja. Dann haben wir noch Fisch mit Gemüse. Der Fisch ist gekauft von Hofer. Ich liebe den. Der hat Tomaten-Mozzarella-Soße drinnen. Der ist echt geil. Und mit Gemüse. Das esse ich sehr oft. Beziehungsweise sollte ich öfter essen. So. Dann wieder Pizza mit Spaghetti-Soße. Alter Schwede. Es war ein Pizzamonat im März, glaube ich. Deswegen habe ich auch, glaube ich, ich sage es jetzt lieber nicht. So. Pizza mit Spaghetti-Soße. Dann habe ich hier Brote, und Chili-Käse. Das Foto werdet ihr im nächsten Monat wahrscheinlich auch sehen. Ja. Das habe ich nämlich sehr, sehr oft gegessen, weil ich mag diesen Käse, der da drauf ist. Der ist so, 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 so gut. Ich liebe den. Dann, das darf im März ja gar nicht fehlen, habe ich wieder Mäcki. Ich habe nämlich nicht nur die Big Rösti-Phase gehabt, sondern es gab eine kurze Zeit im März, gab es, seht ihr auf dem Foto, diese Pommes mit dem Käse und mit den Jalapenos drauf. Das ist dieses erste Foto mit dem Wrap, wo ich mit der Min unterwegs war. Da waren wir nämlich gemeinsam shoppen. Ja, böse, böse. Böse, böse, böse. Aber ich habe diese Pommes mit diesem Käse voll geliebt. Leider sind die, gibt es die nicht mehr. Leider. Ich wollte die nämlich noch einmal lesen, aber ja. Dann waren die Min und ich natürlich beim Dunkin' Donuts. Da habe ich mir einen Kaffee ausnahmsweise mit Schlagobers genommen. Und mit Karamell. Das hat echt geil ausgeschaut. Manu und ich haben sich ausgemacht, dass wir mal beim Mäcki essen gehen. Und da, wie gesagt, habe ich einen Burger gegessen. Ich finde diese Flamme da oben so geil. Der war auch echt gut. Der war zwar scharf, aber urgut. Ich liebe solche scharfen Sachen. Und dann habe ich wieder die Pommes dazu gegessen mit den Jalapenos. Also könnt ihr euch ja denken, wie dann meine Fresse brannte. Dann habt ihr hier die Minis von Anker. Ich hoffe, dass ich die heute erwische. Eigentlich darf ich nicht. Aber ganz verzichten will ich auch nicht. Deswegen, vielleicht hole ich die heute. Das sind so ganz kleine Bällchen. Ich liebe die. Die sind so, so lecker. Ich liebe die. Ich teile die immer mit meinem Bruder. Ich nehme alle, die sie haben im Anker und dann teile ich sie mit meinem Bruder. Ihr seht es auf dem Foto, wie geil die ausschauen. Dann habe ich einen McCafé gehabt. Ich hoffe, das ist der McCafé. Nein, das ist nicht der McCafé. Ich muss es ausbessern. Mir fällt gerade auf, ich habe auch nicht einmal fotografiert. Ich glaube, das ist der Café von G3, wo der Roman, Lin und ich unterwegs waren. Ich glaube, da gibt es auch ein Video. Ich glaube schon. Da habe ich mir den Kaffee bei Kaffee Coffee Shop Company so geholt. So, dass ich es noch rauskriege. Nicht Mäcki, das habe ich falsch geschrieben. Es war nicht von Mäcki. Aber der war auch gut. Das war auch ein ganz eigener Kaffee. Ich habe aber vergessen, wie der geheißen hat. Aber der war wirklich gut. Dann habe ich noch Schnitzel und Salat stehen auf meinem Zettel. Das war, wo ich mit ein paar Arbeitskollegen essen war. Das war echt gut, weil da war nämlich ein Kartoffelsalat mit Fuggersalat und Speck drauf. Oh Gott, das war so lecker. Und dann habe ich noch türkische Süßigkeiten von einer Arbeitskollegin bekommen. Die hatte Urlaub und war in der Türkei. Sie fliegt, glaube ich, wieder und ich muss sie unbedingt fragen, ob sie mir die wieder mitbringt. Weil die habe ich schon aufgefressen. Ups. Auf dem Foto könnt ihr diese rote Schachtel sehen und die habe ich schon aufgegessen. Das sind so ganz normale Pralinen mit Maroni drin und die will ich unbedingt wieder haben. Ich gebe sogar das Geld, wenn sie mir die wiederbringt, zwei Schachteln davon. Und dann gibt es hier noch, das schaut so lustig aus, ich habe das noch zu Hause, weil ich kann es nicht essen, weil es so süß ist. Aber es ist urlecker und auch urlustig. Ich hab da noch ein Foto für euch, das schaut aus wie so Wattebällchen oder sowas. Das schaut so witzig aus. Aber es schmeckt nach Zuckerwatte. Es sieht voll ekelhaft irgendwie aus. Ich weiß nicht, ob ich es eklig oder lustig finden soll. Wie sie mir das in die Hand drückt hat, habe ich so angefangen zu lachen, weil das so wuschelig ausschaut, wie mein Hund. Und deswegen habe ich so lachen müssen, aber es ist wirklich gut. Aber man kann davon nur eine Hälfte essen. Und es lässt sich auch schwer zerbrechen, weil das so. Die Konsistenz ist sehr interessant, wirklich interessant. Es schmeckt aber echt gut. Ich muss das unbedingt mal in Jan kosten lassen, wenn er es kosten will. Aber es ist nicht schlecht. Ja, ich habe es geschafft. Das war's jetzt mit dem Video. Oh, ich rutsche mal in die Mitte. Ich hoffe, euch war das nicht so langweilig, weil ich hab ein bisschen Alzheimer, wie ihr sehen könnt. Ich will auf jeden Fall, ab April habe ich jetzt angefangen, meine Ernährung ein bisschen umzustellen.
Zusätzlich zu dem habe ich jetzt ein Getränk, wo... Also ich mache mir immer Wasser in eine Flasche und schneide mir Zitronenscheiben rein. Das ist das Häufigste, was ich die letzten zwei Tage, ich habe es vor kurzem damit angefangen, die letzten paar Tage angefangen habe damit. Es waren ja ur viele Kommentare, ur liebe Kommentare unter meinem letzten Video, glaube ich, wegen meiner Figur. Aber ich fühle mich wirklich nicht wohl. Ich verstehe es, ich will kein Hungerhaken werden oder so, ich will einfach nur, dass es besser ausschaut an mir. Weil ich habe, man sieht diese 90 Kilo auf jeden Fall, man sieht es. Ich habe vor kurzem einen Instagram-Foto hochgeladen, zuerst wo man nur mich als Selfie sieht und dann, wenn man eins weiter wischt, kann man mich komplett sehen und ich finde, man sieht meine 90 Kilo schon und deswegen will ich was verändern. Ich habe halt ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, wie ich abnehmen soll, weil letztes Jahr, wisst ihr den Kampf noch, glaube ich, ich habe das ganze Jahr über versucht abzunehmen, es hat nicht funktioniert. Und bei dem Scheiß, was ich esse, ihr habt das ja gerade in dem Video gesehen, ist es kein Wunder. Und das will ich ein bisschen eingrenzen. Natürlich werde ich einmal im Monat trotzdem noch Pizza essen, aber ich werde jetzt nicht so wie in dem Monat März 1, 2, 3 Mal Pizza essen. Das ist einfach nicht gut. Ich war auch bei Mäcki, ich gebe es zu, aber am Abend habe ich dann nur Obst gegessen. Ja, aber ich versuche jetzt wieder mehr Fotos zu sammeln, damit ich euch die Veränderungen ein bisschen mehr zeigen kann, weil ich habe komplett vergessen zu fotografieren, gebe ich ganz ehrlich zu. Und ja, ich halte euch auf den Laufenden, wie es läuft. Ich bin mir nicht sicher, ob es so gut laufen wird. Ich hasse dieses Oberteil, das ist so... Ich bin mir nicht sicher, wie es laufen wird, aber ich halte euch auf den Laufenden. Ich muss mich beeilen, weil ich muss dann noch zu meinem Opa fahren. Ja, also höre ich jetzt lieber auf mit dem Video, weil ich will das Aufgebraucht-Video noch drehen, damit ihr das auch noch sehen könnt. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt es mir gerne mal schreiben, was ihr alles essen würdet oder wo ihr darauf verzichten könntet. Also wenn ihr abnehmt, auf was könnt ihr verzichten und auf was nicht, schreibt mir das mal. Ich kann nicht auf Süßkram verzichten, aber das ist nichts Neues. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!